Herzlich willkommen zu Skagil, dem Podcast für Transformationen im skaliert agilen Umfeld. Hier erfährst du alles, was du benötigst, um nicht nur in die agile Welt einzutauchen, sondern auch, wie Agilität Organisationen in einer sich immer schneller verändernden Welt ermöglicht, komplexe Produkte zu entwickeln und zu liefern. Und jetzt fängt es an mit eurem Gastgeber, Matthias Bullmann. Moin zusammen, hier ist wieder Skagil, der Podcast für skagile Agilität, ein Fachgespräch. Und es wird heute ein richtig geiles Fachgespräch, denn ich habe einen guten Freund von mir dabei, der eine eigene Beratung hat und jetzt sogar eine eigene Akademie gegründet hat und eine richtig geile Ausbildung mit der IHK zu Dortmund. Und das wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen erstmal Thomas Sternkopf aus dem schönen Dortmund. Ja, hallo Matthias, vielen Dank für die netten Begrüßungsworte. Ja, ich bin Thomas Sternkopf, bin 56 Jahre jung, bin seit vielen Jahren in der Versicherungs-IT unterwegs gewesen, aber auch in Körperschaften des öffentlichen Rechtes und habe vor vielen Jahren mein Herz an das Thema agil sein verloren, wobei ich hier grundsätzlich unterscheide zwischen agil machen und agil sein. Ich persönlich habe immer das Gefühl gehabt, dass Organisationsstrukturen anders sein müssen, als ich sie kennengelernt habe, als ich Lehrling war, als ich klein war, sodass man Menschen deutlich besser einbinden kann und mitnehmen muss. Und Agilität war bei vielen Sachen für mich letzten Endes die Antwort auf die Fragen, die mich viele Jahre begleitet haben. Darum habe ich vor einigen Jahren die Sternkopf Consulting GmbH gegründet und habe vor einiger Zeit die Stella Akademie gegründet. Und zwar Stella mit 3L, weil das steht für Lifelong Learning oder schön auf Deutsch lebenslanges Lernen. Und unser Hauptthema ist agile Transformation. Mega geil. Warum bist du immer noch dabei geblieben? Also ich meine, zur Agilität kommt ja irgendwie gefühlt jeder, der jetzt neu geboren wird, gefühlt, und die sind auch alle schon Coaches. Warum bist du immer noch dabei? Ist das Ganze ein Hype oder glaubst du, dass das Lifelong Learning mäßig, dass das ein Ding ist, Agilität, was uns noch weiter begleiten wird? Und vielleicht magst du auch sagen, warum du das glaubst. Ich glaube, dass es uns sehr lange begleiten wird. Das ist auch der Grund, warum ich dabei bin. Einer der Gründe, warum ich so lange dabei bin, weil ich einfach glaube, dass wir in vielen Bereichen das Thema Agilität noch nicht verstanden haben. Wir setzen agiles Arbeiten sehr häufig damit gleich, agil zu sein. Es ist total okay, dass man agile Arbeitsmethoden hat, dass man anfängt, über agiles Mindset zu reden. Wenn ich aber über Agilität rede, rede ich eigentlich darüber, wie muss eine Organisation der Zukunft aufgestellt sein? Und zwar unter verschiedensten Aspekten. Nicht nur, wie ich mit zusammenarbeite, sondern wie schaffe ich auch ein Umfeld, in dem Menschen gerne in das Unternehmen kommen und arbeiten wollen. Wir haben heute eine Generation, die häufig fragt, warum soll ich für das Unternehmen arbeiten? Und ich glaube, flache Hierarchien, Einbindung, Entscheidungsprozesse, Innovationen mit an den Tisch zu bringen, ich glaube, dass das gute Antworten darauf sind, warum man ein Unternehmen agiler organisieren sollte. Und das ist der Grund, warum ich mit dem, was ich gerne machen möchte, wo ich mich gerne einbringen möchte, noch lange nicht am Ende bin. Das hört sich richtig gut an. Und es hört sich auch danach an, dass du irgendwann, ich meine, wir kennen jetzt ja auch ein paar Tage, dass du dir immer Gedanken gemacht hast, weil wir hatten da auch mal bei einem guten Stück Fleisch drüber gesprochen, wie man eigentlich so eine Ausbildung professionalisieren kann. Herausgekommen ist der Agile Transformation Coach mit sogar einem bekannten Partner dabei, und zwar der IHK zu Dortmund. Wie ist es dazu gekommen? Gefühlt ist das jetzt die 500.000ste Agile-Coach-Ausbildung. Was ist denn, ich weiß das ja, aber was ist denn daran so besonders? Also wer sollte daran teilnehmen? Was ist der Mehrwert, den ich davon habe? Was kann ich erwarten? Und wann fängt es überhaupt an? Wie muss ich mich anmelden? Genau. Also fangen wir mal ganz einfach an, fangen wir vorne an. Das ist vielleicht die gefühlste 1000ste Ausbildung zum einen agilen Coach. Man muss aber ganz nüchtern mal konstatieren, es gibt überhaupt kein Berufsbild agiler Coach. Und was mich seit langem stört, ist, dass sich viele Scrum Master als agile Coaches verkaufen. Als agiler Coach musst du ja letzten Endes mit Geschäftsführern, mit Bereichsleitern, mit Vorständen reden. Das heißt, du solltest schon wissen, was eine ganzheitliche agile Transformation ausmacht. Und ich sage immer, Agilität führt man nicht undercover ein.
nicht, wenn man es ganzheitlich betrachtet, ne? Mit Orga-Entwicklung, Mitarbeiterentwicklung, verändertes Rollenbild in einem Unternehmen. Und darum glaube ich einfach, dass so eine Ausbildung, eine Weiterbildung notwendig ist. Denn Expertenausbildung schafft Vertrauen, auch bei den Auftraggebern die richtigen Menschen zu beteiligen. Ja, wo kannst du das machen? Das kannst du bei der IHK zu Dortmund machen. Online natürlich, unter Corona-Bedingungen alles online virtuell mit Kollaborationstools, also sehr, sehr interaktiv. Das Ganze startet am 10.2. um 16 Uhr, ist also berufsbegleitend. Man kann sich über die IHK zu Dortmund anmelden. Das Ganze umfasst 128 Unterrichtseinheiten, die bis zum 10.6., das heißt also in 5 Monaten, zu absolvieren sind. Kostet 2.400 Euro. Ich finde, das ist ein relativ guter Preis. Wenn man sich mal anschaut, was so andere Unternehmen nehmen, da ist die IHK natürlich immer ganz gut aufgestellt. Das Ganze ist sogar förderungsmöglich. Man kann bis zu 500 Euro Förderungsgelder dafür bekommen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Ausbildung ist, die einem hilft, wirklich zu verstehen, was eine ganzheitliche, holistische, agile Transformation ausmacht. Cool. Also vor allen Dingen, was ich ja gesehen habe in dem Plan, werden auch Coaching-Skills vermittelt. Das vermisse ich oftmals bei Ausbildung. Das finde ich als systemischer Coach natürlich mega cool, dass du darauf auch geachtet hast. Und bei der Förderung. Das bedeutet natürlich auch, liebe Zuhörerin, es ist ganz klar, dass ihr dafür dann sogar mal gucken könnt, ob ihr den Bildungsurlaub nehmen könnt. Ne? In NRW sind das ja 5 Tage pro Jahr und ich hoffe, jeder, der den nicht nimmt, lässt ihn ins nächste Jahr übertragen. Das heißt, ihr habt dann im nächsten Jahr, ich habe das selbst gemacht von der Ausbildung, 10 Tage, die ihr an bezahltem Bildungsurlaub habt. Plus vielleicht sogar noch, je nachdem, was ihr an Gehalt verdient, dass ihr sogar noch 500 Euro vom Staat dazu bekommt. Und ich sag mal, für 1,9 oder 2,4 so eine Ausbildung. Ich kenne jetzt auch den einen oder anderen Trainer, das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, das muss ich schon sagen. Für wen ist denn das geeignet? Ist das jetzt anstelle einer PSM1-Zertifizierung oder muss ich die schon gemacht haben? Also wenn ich jetzt im Unternehmen bin und habe was von Agilität gehört, ab wann macht das denn für mich Sinn, so eine Ausbildung? Naja, es macht schon Sinn, sag ich mal, wenn ich mit dem Thema Agilität schon mal in Berührung gekommen bin. Weil was wir nicht machen, du kriegst hier keinen zertifizierten Scrum Master oder du kriegst nicht den zertifizierten Product Owner oder du kriegst auch kein LESS oder SAFE-Zertifikat. Wir setzen darauf auf, dass es Menschen gibt, die sich mit dem Thema Agilität oder im Unternehmen schon beschäftigt haben, damit im Unternehmen vielleicht in Berührung gekommen sind oder ehemalige Projektleiter, die aus der traditionellen Welt sich mehr mit dem Thema Agilität beschäftigen. Ja, und vielleicht auch, Matthias, was du ja gerade gefragt hast. Ja, es geht um Coaching auch. Ne? Wir sprechen auch darüber, was der Unterschied zwischen Coaching, Beratung und Training ist. Auch das gehört da rein. Ja, also ja. Wenn man als agiler Coach unterwegs sein soll, sollte man wissen, was der Begriff Coach im Namen zu suchen hat. Und Matthias, du wirst ja Teil der Reise sein, zumindest was den ganzen Coaching-Aspekt mit angeht. Darauf freuen wir uns ja auch. Aber vielleicht auch mal ganz kurz abgerissen, worüber reden wir eigentlich in dieser Weiterbildung. Es fängt ganz einfach an mit Grundverständnis agile Transformation. Dann ganz wichtiges Thema danach Soft Skills in der agilen Transformation, Konfliktmanagement, ne, Teamentwicklung und dann eins meiner Steckenpferde, Portfolio Management und Change Management. Ich glaube immer noch, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass neben dem Mindset eines der ganz, ganz wesentlichen Themen in einer agilen Transformation ein ganzheitliches Portfolio-Management ist. Ja, und dann das Thema agile Organisationsentwicklung. Wie mache ich Organisationsentwicklung? Wie mache ich Mitarbeiterentwicklung in dem Kontext? Ja, und last but not least, das schöne Wort Leadership, Agile Leadership oder wie wir es gerne nennen, Supportive Leadership. Da geht es um die Grundlagen des Business Coach und Führungskräfte-Coaching. Das Ganze, ja. Alles in 128 Stunden gepackt, ist ein dickes Brett, muss man ganz klar sagen. Aber wenn man Dinge vertiefen will, kann man das natürlich machen. Das war ja die Frage, die du gerade gesagt hast. Also du kriegst einen großen Überblick, du kriegst das Rüstzeug, agile Transformationen zu begleiten. Aber das hindert dich ja nicht daran, ein Scrum Master Zertifikat oder ein Advanced Scrum Master Zertifikat zu machen. Da solltet ihr trotzdem dranbleiben. Aber, und das muss ich aber rausstrecken, wir sind die Ersten,
in ganz Deutschland, die ein IHK-Zertifikat dafür ausstellen, wenn man dieses Seminar durchlaufen hat. Und danach kann man sich offiziell agiler Transformationscoach nennen. Was richtig cool ist, denn wenn die IHK so etwas unterstützt, dann hat das auch einen gewissen Qualitätsprozess durchlaufen. Ja, das ist es nicht eine irgendeine, ich sag mal, ich will das nicht despektierlich sagen. Es gibt viele gute Nicht-IHK-Ausbildungen da draußen zum Agile-Coach, aber ganz offen gesprochen, das hat jetzt auch nochmal ein Qualitätsgeschmäckle. Und das finde ich richtig gut, dass du eben den Weg gegangen bist und nicht gesagt hast, wir machen hier was auf der grünen Wiese, sondern wir holen uns einen starken Partner dazu. Und das ist einfach die IHK oder in dem Fall die IHK zu Dortmund und lassen einfach auch mal prüfen, macht das überhaupt Sinn? Und das haben die gemacht. Und herausgekommen ist genau diese Ausbildung. Leute, 128 Stunden für 1,9 beziehungsweise 2,4. Also wer jetzt noch Ausreden hat, er weiß nicht, wo er einen Agile-Coach machen kann, ganz ehrlich, Leute, und ich kenne das Trainer-Line-Up dort, das sind richtig gute Leute, die jahrelange Erfahrung haben, die selbst mehrfach zertifiziert sind und auch in großen Umgebungen gearbeitet haben. Da könnt ihr nichts falsch machen. Ja? Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du sagst, Matthias. Ne? Also wir sind Leute. Also unser Trainerteam inklusive denen, die wir mit eingebunden haben, das sind alles Menschen, die das praktisch gemacht haben. Ja, also wir haben unser Wissen nicht aus Büchern oder aus irgendwelchen empirischen Studien. Natürlich haben wir ein solides theoretisches Grundwissen, dafür haben wir genug Schulungen und Zertifikate gemacht. Aber das, was wir über das Thema agiler Transformationscoach zu erzählen haben, und wir nennen das immer, euch Impulse zu geben. Wir sehen uns gar nicht so sehr als die großen Trainer oder Lehrer. Damit habe ich immer Schwierigkeiten. Wir wollen das ja interaktiv mit euch bearbeiten. Wir geben euch Impulse. Und alles das, was wir dort besprechen und was wir mit euch zusammen bearbeiten und diskutieren, haben wir selbst erlebt. Und nicht nur die schlechten Geschichten, wir haben viele, viele gute große Projekte mit Vorstandsmandat in dem Umfeld nachweislich erfolgreich absolviert. Das heißt, wir können euch auch die Geschichten erzählen, wie man Dinge in einem schwierigen, ja, volatilen, heterogenen Umfeld trotzdem zum Erfolg führt, was ganzheitliche agile Transformation angeht. Ja, und für diejenigen, die sagen, naja, ich bin jetzt hier aus der öffentlichen Wirtschaft, nicht in der Privatwirtschaft, Freunde der Sonne, keine Sorge, da gibt es gerade Thomas, ich habe es auch mal teilweise mit begleitet, extrem gute Erfahrungen, da gibt es nämlich aktuell auch ein langjähriges Projekt, Portfolioprojekt im öffentlichen Gesundheitssektor. Auch dort ist Kompetenz definitiv vorhanden, sowohl für die Privatwirtschaft als auch für den öffentlichen Arbeitgeber. Keine Sorgen, es gibt für beide Formen gibt es genügend Wissen und Trainer, die auf eure Fragen reagieren. Und das nimmt das Schöne, dass die Leute alle wirklich auch am Grund und Boden herumgejuckelt sind und wissen, was eine agile Transformation wirklich bedeutet und die nicht irgendwann mal gehört oder gelesen haben. Ja, und das ist ein sehr großer Vorteil. Thomas, möchtest du noch etwas loswerden? Vielleicht ein Podcast, ein Buch, ein Film, das dich besonders influenced hat oder begleitet hat, wo du viel rausnehmen konntest. Deine ganzen Daten, die findet ihr in den Shownotes. Die packe ich da rein, sodass ihr den Thomas schnell und kompetent erreichen könnt. Aber jetzt sind deine letzten Worte von dem her feuerfrei. Naja, meine letzten Worte sind immer so schön. Also erstmal ist das Thema Agilität, agiler Transformationscoach für mich eine Herzensangelegenheit. Ich stehe da zu 100% hinter. Ich bin zu 100% davon überzeugt, dass das die Arbeitsmodelle, die Arbeitsformen der Zukunft sind. Was hat mich nachhaltig geprägt in meinem Leben? Naja, all die Projekte, die ich gemacht habe, ob sie gut oder schlecht waren. Wenn es um Literatur geht, da ist es eben so, es gibt sicherlich ein Buch, was mich nachhaltig geprägt hat, was auch immer wieder Einfluss in meine Impulstrainings findet. Das ist die No Asshole Rule, also die Nicht-Arschloch-Regel oder Snake in a Suit. Denn machen wir uns nichts vor, wir werden uns auch in agilen Unternehmen mit toxischen Umgebungen und toxischen Menschen beschäftigen müssen. Ist ein Bestandteil
und hat mich nachhaltig geprägt, weil ich glaube, dass man darauf Antworten haben muss. Ja, mega. Das ist ein wunderbares Abschlusswort. Liebe Freundinnen und Freunde des Skagil-Podcasts, wieder eine tolle Folge mit einem sehr, sehr coolen Fachgesprächsteilnehmer mit Thomas Sternkopf. Wie gesagt, die ganzen Links findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten, ja, dann war es das für heute. Tschüss, ciao und auf Wiederschauen. Macht's gut, auch für dich, Thomas. Alles Gute, Liebe und Gesundheit hier aus Düsseldorf. Danke, Matthias. Schöne Grüße aus Dortmund. Schön, dass du mein Gast warst diese Woche. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Social-Media-Profilen. Außerdem findest du dort Links zu externen Informationen, soweit diese heute relevant waren. Besuche mich außerdem auf www.skagil.de und lass uns doch auf LinkedIn und Xing miteinander vernetzen. Ich freue mich nächste Woche auf dich. Bleib gesund, mach's gut, bis dahin. Tschüss.